Schön, dass ihr heute auch wieder eingeschaltet habt. Heute werden wir ein bisschen was Sportliches machen. Da die ganzen Schwimmbäder zu sind, werden wir heute mal ein bisschen auf die Übung mit dem eigenen Körpergewicht gehen. Und ich werde euch ein paar Übungen zeigen, die ihr dann zu Hause nachmachen könnt. Viel Spaß! Als erste Übung zum Aufwärmen machen wir Hampelmänner. 30 Sekunden lang Hampelmänner. Als erste Übung machen wir die Squats oder wie es bei anderen vielleicht besser bekannt ist, Kniebeugen. Dabei dran denken, dass die Knie nicht über die Füße kommen und dass wir mit dem Po schön weit runtergehen. Beine schulterbreit auseinander und dann in die Hocke gehen. Für die nächste Übung brauchen wir noch ein bisschen Gewicht. Ich nehme dafür zwei Wasserflaschen, a 1,5 Liter. Ihr könnt auch, wenn ihr andere Gewichte zur Verfügung habt, natürlich auch diese nehmen. Zwei unterschiedliche Übungen. Zum einen einfach die Wasserflaschen nach vorne hin halten. Arme schön anspannen und normal ein- und ausatmen. Die nächste Übung, genau dasselbe, nur die Wasserflaschen jetzt seitlich halten. Für die Übung gehen wir wieder auf den Boden, nehmen uns unsere Gewichte, auch hier wieder unsere 1,5 Liter Wasserflaschen bei mir, gehen auf den Boden, auf den Rücken, Beine nach oben, die Arme seitlich zur Seite, Kopf leicht angehoben und jetzt die Wasserflaschen gerade nach oben anheben und wieder runterlassen. Die nächste Übung sind Ausfallschritte. Auch hier wieder stellen wir uns gerade hin, setzen einen Fuß nach vorne und gehen jetzt ein bisschen in die Beuge rein, wieder zurück, Fuß tauschen, runter, Knie sollten nicht den Boden berühren.
Für die nächste Übung gehen wir auf unsere Matte oder auf den Fußboden, legen uns mit dem Bauch auf den Boden, Füße nach hinten gespreizt, Hände nach vorne und nehmen jetzt Arme und Beine nach oben und machen Schwimmbewegungen. Dabei gleichmäßig atmen. Blick auf den Boden. Als nächste Übung bleiben wir auch hier wieder auf dem Boden. Diesmal wird es was für die Bauchmuskulatur sein. Wir legen uns auf den Rücken, Beine nach oben im 90-Grad-Winkel und versuchen jetzt unseren Oberkörper leicht Richtung Knie zu ziehen. Für die nächste Übung bleiben wir auch wieder auf dem Boden, setzen uns auf unsere Matte, die Beine angehoben, die Arme nach vorne und wir kreuzen jetzt Arme und Beine abwechselnd vorm Körper. Wir bleiben am Boden und machen weiter mit Liegestützen. Liegestützen, schön die Hände unter die Schulter nehmen, beim Runtergehen dran denken, dass die Arme nah am Körper bleiben und versuchen, so tief wie möglich runterzugehen. Liegestützen zu machen, dass sie vielleicht ein bisschen einfacher sind. Wir suchen uns eine Möglichkeit, die ein bisschen erhöhter liegt. Wir nehmen hier den Beckenrand, auch hier die Arme rangehen und für die nächste Übung stehen wir wieder auf, gehen wieder hüftbreit mit den Füßen auseinander, gehen ein bisschen in die Hocke, Oberkörper leicht vorgebeugt und gehen jetzt mit den Armen einfach nach hinten hochziehen, wieder in die Neutralposition. Hinten minimal halten. Für die nächste Übung brauchen wir auch wieder eine leichte Erhöhung. Man könnte zum Beispiel einen Stuhl nehmen oder sein Sofa zu Hause. Die Hände legen wir an die Kante. Füße gestreckt und gehen jetzt tief runter und drücken uns immer wieder hoch und runter. Wenn das zu schwer sein sollte mit den gestreckten Beinen, können wir die auch anwinkeln. Dann ist es ein bisschen einfacher.
das waren jetzt unsere Übungen, die wir für euch rausgesucht haben. Jetzt liegt es an euch, wollt ihr es auf Zeit machen? Das bedeutet, ihr schnappt euch euer Handy, stellt zum Beispiel 20 Sekunden ein und macht diese Übung dann für 20 Sekunden. Ihr könnt es aber auch auf Sätze machen. Das bedeutet, ihr sagt euch, gut, ich möchte das jetzt 10-mal machen, diese Übung. Auch hier 10-mal machen, dann wechselt ihr zur nächsten Übung, macht alle Übungen einmal durch und entscheidet dann, wie viele Sätze schafft ihr noch. Wollt ihr noch einen weiteren, noch zwei weitere Sätze machen? Das liegt ganz an euch. Viel Spaß, wünscht euch euer Social Media Team.